Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katze. Spielt mit Fischis. Ne? Kennt ihr? Bin ich. Bin fein. Bin sehr fein. Ist niemals die Fühler. Wir spielen wieder Banautica Below Zero, genau. Wir spielen wieder Subnautica Below Zero. Und sind immer noch beim neuen Play. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, schaut euch gerne die erste Folge von dem neuen an. Weiß nicht, ob wir das differenzieren. Eigentlich ist es ja nur eine weitere Folge. Wir haben ja weitergemacht. Also der Spielfortschritt von der letzten Staffel ist zwar teilweise verloren gegangen, aber wir haben hier ja weitergemacht und wir sind ja auch relativ gut dabei. Also ihr könnt mir ja erzählen, was ihr wollt, aber wir hatten das letzte Mal den Seezug nicht annähernd voll und diesmal haben wir ihn voll. Jetzt fehlt uns zwar die Fahrzeugstation, aber die sollte eigentlich besser zu finden sein als unser anderer Stuff. Von dem her sehe ich da relativ positiv die Sachen gegen. Da ist eine mobile Fahrzeugstation. Die war da drin. Oh Gott, und ich bin da schon mal dran vorbeigegangen. Oh boy, boy, da werden die Kommentare wieder voll gewesen sein. Oh nein, arme Flocke muss sich wieder aufregen. Und feine Katze auch. Nein, nein. Hab's übersehen. Entschuldigung. Da waren wir 100 pro schon mal. Gut. Dann wissen wir ja, was wir heute zu tun haben. Blasenfischi sammeln. Meiner. Damit wir wieder ein bisschen Wasser auf Vorrat haben. Blasenfischi sind sehr, sehr toll, was das angeht. Und wir sollten unsere mobile Fahrzeugstation zusammensammeln. Und wenn wir die mobile Fahrzeugstation haben, eventuell danach auch noch zusammensammeln, dass wir uns den Seezug bauen können. Mobile Fahrzeugstation braucht einen Computerchip. Brauchen wir Tischkorallen, 2 Stück. Und wir brauchen Gold und Kupferdraht. Wir haben hier Kupfererz, okay. Wir haben eine Tischkoralle. Wir haben einen Kabelsatz und so weiter, okay. Was haben wir vorne? Wir haben erstmal Gewitter, krass. Hier haben wir noch ein Gold. Das ist doch mal richtig cool. Und wir brauchen eine Tischkoralle noch zusätzlich. Finden wir denn hier Tischkorallen auch in unserer näheren Umgebung? Oder waren die nur tiefer angesiedelt? Hier sind auf jeden Fall gerade keine. Aber wir finden welche. Wir wissen ja, wo wir sie das letzte Mal gefunden haben. Wir können ja einfach wieder mehr mitnehmen. Von dem, was wir das letzte Mal gemacht haben. Da ist die ganze Sache doch schon wieder geregelt. Blasenfischi! Meine. Blasenfischi! Meine. Blasenfischi! Meine. Tischkoralle. Wir werden hundertprozentig mehr als einen Kabelsatz brauchen, um das Ganze fertig zu kriegen. Also lasst uns mal ganz kurz auf die Flotti Karottines acht geben und eine weitere holen noch. Ihr seid alles keine Tischkorallen. Also Fischkorallen und Tischkorallen. Die Worte liegen so nah beieinander. Das Fischi. Oxygen. Da vorne ist immer noch ein Gebäude. Müssen wir unbedingt auch mal hin. Machen wir dann vielleicht mit dem Seezug irgendwann. So, mit O. Haben wir noch irgendwo eine weitere Tischkoralle? Nee, haben wir nicht. Auf jeden Fall nicht in unserer näheren Umgebung. Aber das ist in Ordnung. Mit dem, was wir jetzt gesammelt haben, müssten wir vom Rohstofftechnischen her einen Computerchip machen können. Das haben wir auch. Fein. Und die Fahrzeugstation braucht nur noch Titanbarren. Und Schmierstoff. Schmierstoff haben wir. Ja, mobile Fahrzeugstation. Eine sehr schöne Errungenschaft. Ui, meine ganze Fischi. Setze die Fahrzeugstation. Ich bin dabei. Rechtsklick, lässt sie droppen. Müssen sie mit Linksklick anklicken.
Weiß nicht, was ich davor auf der 3 hatte. Mein Auftriebskörper. So. Und hier dran können wir jetzt einen Seezug bauen. Fahrzeuge. Seezug. Titanbarren, erweiterter Kabelsatz, Glas, Energiezelle und dreimal Blei. Wir haben schon ein Blei dabei. Der erweiterte Kabelsatz ist das, was wir am meisten brauchen. Also wofür wir wahrscheinlich noch Sachen suchen müssen. Denn dafür brauchen wir für einen erweiterten Kabelsatz zweimal Gold, einen Computerchip und einen Kabelsatz. Wir haben schon einen Kabelsatz, also lasst uns das nicht vergessen. Wir brauchen noch zweimal Gold. 1, 2. Und wir brauchen ein bisschen mehr an Kupfer, ein bisschen was an Quarz. Das könnte sogar reichen. Das Kupfer wahrscheinlich, das Kupfer noch nicht, so rum. Wir brauchen zum Bauen einer Energiezelle ebenfalls Kupfer, 2 Batterien und ein Silikongummi. Okay, also, um das bauen zu können, brauchen wir noch einen Computerchip. Um einen Computerchip bauen zu können, brauchen wir noch einmal Kupferdraht. Und für Kupferdraht brauchen wir noch Kupfer mehr. Boys and Girls, hier ist ein Kupfer mehr. Schaut euch das an. Kupferdraht. Sehr fein. So, dann Glas. Können wir auch mehr von bauen? Das, was uns definitiv fehlt, sind Tischkorallensachen. Aber das ist okay. Okay. Um das jetzt bauen zu können, brauchen wir noch eine Tischkoralle. Dann brauchen wir noch ein Gold mehr, oder? Wir haben nur ein Gold gerade dabei. Dass wir dann danach haben. Weil wir müssen ja vorher noch den Kabelsatz bauen, den ganz normalen. Also den Computerchip, nicht den Kabelsatz. Und ich glaube, wir haben alles, was wir in der Hinsicht verarbeiten konnten, schon verarbeitet. Okay. Bedeutet, lasst uns das hier füllen. So. Das sind alles Sachen, die ich brauche. Die sollten wir uns vielleicht nicht da abfüllen. Die Leuchtefackeln können wir uns abfüllen. Wir gehen nochmal in den Bereich von der Boje da hinten. Finden da, also nicht mal suchen, sondern wir finden das einfach, das habe ich jetzt schon entschieden, ein wenig an Gold wieder. Und mit dem Gold, das wir dort finden, und vielleicht auch der ein oder andere Tischkoralle, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob da noch eine war oder nicht, suchen wir uns dann einfach den Moment aus, um einen Seezug bauen zu können. Da explodiert was, das ist nicht fein. Da sind wieder die gemeinen Beißi-Beißis. Die Geräusche sind immer so krass. Ich meine, das Spiel hat eine unglaublich feine Atmosphäre. Also wirklich schön. Die Atmosphäre ist immer schön erschreckend und gleichzeitig auch fein. Also das ist eine tolle Kombination. Oh, hier ist noch was drin. Oh, ich glaube, da war ich dann schon mal. Okay. Ein Gold. Wir haben das Gold schon mal. Das Gold ist sehr viel wert für uns. 30 Sekunden. Okay, das Titan. Ein Seekoboldei. Das nimmt, glaube ich, eine Menge Platz weg. So, da vorne ist unser Sauerstofflieferant. Den das erste Mal anklicken. So. Wenig Quarz mitnehmen. Wieder den Sauerstoff. Ich hänge fest. Katze ist hängen geblieben. Achtung, Achtung. Zuschauer wussten schon länger Bescheid. Lull. Ja. Da geht's raus. Bin aber so eine feine Katze.
bin immer noch begeistert, dass die Performance von dem Spiel immer noch, ich meine, ich glaube, es ist ein Early, er steht oben rechts in der Ecke. Es ist ein Early Access, Leute. Die Performance zwischendrin ist halt immer noch ein bisschen ärgerlich und das mit den Speicherständen kann halt immer wieder passieren. Ich werde jetzt versuchen, dass wir relativ viel innerhalb von einer kurzen Zeit spielen, damit wir diese Probleme einfach nicht mehr haben. Oder dass, wenn wir sie haben, wir da nicht mehr weitere Probleme finden. Und dann sollte die ganze Sache eigentlich schon geregelt sein. Findet ihr nicht auch? Das ist Quarz. Ich dachte, das wäre was zum Scannen. Das ist Quarz. Ah, 36 reicht. Wahrscheinlich nicht, um nach Hause zu kommen. Vor allem nicht, wenn ich hier noch die ganze Zeit Sachen abbreche. 30 Sekunden. Da ist noch ein Blasenfisch im Menschen. Habt ihr das gesehen? Da waren Blasenfische und wir haben es nicht geholt. Ich habe mich gut unter Kontrolle gerade. Da links war wieder eins. Oxygen. Da links ist wieder eins. So. Folgendes. Wir brauchen einen normalen Kabelsatz, brauchen wir nicht. Wir brauchen den Computerchip. Dafür brauchen wir noch eine Tischkoralle. Das war noch eine Sache, die uns gefehlt hat. Tischkoralle war relativ groß, wenn ich mich nicht täusche. Lasst uns mal ganz kurz die Fischis verarbeiten. So. Fischi, sie sieht traurig aus, darum quetsche ich euch jetzt euer Wasser raus. Dann bin ich nicht traurig, wenn ihr nicht lächelt. Ich fresse euch den ganzen Tag, weil ihr lecker schmeckt und ich ganz doll mag, wie gern ich euch wirklich gerne fress. Nice. Das Lied gefällt mir. Wir sollten dringend, auch wenn wir jetzt dann theoretisch wieder ein bisschen in Rohstoffnot sind, eine weitere Kiste bauen. Ja, haben wir. Ich dachte gerade, ich hätte irgendwas nicht gesehen, aber das ist alles Roger, so wie es ist. So. Tischkoralle ist nur eins groß. Okay. Seekoboldei ist auch nur eins groß. Gut zu wissen. Wie viel haben wir da noch drin? 44%. Das ist genug. Wir schauen, in welche Richtung das war. Ich glaube, da vorne sind wir dann auch gleich schon da. Ja, das sieht so aus. Da vorne ist der Käfig. Dann lasst uns mal gucken, ob wir hier irgendwo noch weitere Tischkorallen finden. Hallo, komisches Viech. Du bist auf jeden Fall keine Tischkoralle. Äußerst bedauerlich, dass ich gerade so wenig Tischkorallen unter euch finde. Komplett umzingelt von den bösen Beißerchen. Da ist eine Tischkoralle. Das wäre eine Seemotte. Ja, das würde uns Rohstoffe geben. Das müssen wir irgendwann anders machen. Nicht währenddessen wir hier potenziell komplett umzingelt sind. Haben wir noch irgendwo Tischkorallen gerade in der näheren Nähe? Ist das Wort nähere Nähe existent? Ich glaube nicht. Tischkorallen ist eine Sache, die wir gerade sehr, sehr wenig finden. Und da frage ich mich, ob ich da einfach nur die ganze Zeit übersehe, dass wir sie finden müssen. Oder wo die sind. Oder ob ich da wirklich noch nicht den richtigen Farmgrund gefunden habe. Aber das ist auch eine Sache, die wir bald rausfinden werden. Mehr Titan. Da ist schon wieder so ein Beißerchen. Ja, ja. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da ist noch eine. Einfach eine als Vorrat immer haben.
Eigentlich sollten wir uns ja noch zwei holen, aber das da unten ist dann doch ein bisschen gefährlicher. Ich glaube, wir sind im falschen Krummelbein gerade eben noch vorbeigeschwommen. Immer wieder eine ungerade Anzahl davon, aber das ist okay. Was bist du eigentlich? Du bist wohl eine einheimische Korallenart. Das ist ja nett, dass mir das mitgeteilt wird. Okay. Bin ich gut. So. Wir brauchen zum Bauen dieses Computerchips, Kupferdraht und Gold. Lasst uns schauen, wo wir das reinhaben. Erweiterter Kabelsatz, Kupferdraht und Gold. Gold, Gold. Okay, dann haben wir hier ja auch noch Zeug drin. Mehr davon, mehr Gold. Sehr schön. Dann letzte Computerchip. Und erweiterter Kabelsatz. Daraufhin brauchen wir noch zwei Batteries. Wir haben schon eine in unserem Inventar gerade. Müsste die leere sein. Genau, das dürfte nicht das Problem sein, wenn wir eine leere verarbeiten. Aber wir brauchen auch theoretisch noch eine. Dafür brauchen wir Kupfer. Und ein bisschen Silber. Ne? Silber hatten wir gerade da. Nehmen wir mal hier zur Not das zweite Silber noch mit. Ich weiß nicht, ob uns das Kupfer hier komplett reicht. Wenn nicht, müssen wir gleich nochmal ein bisschen die normalen Erze sammeln. Mir fällt aber gerade auf, doch Blei haben wir genug. Okay, Blei haben wir auf jeden Fall genug. Elektronik, Batterie. Silikongummi fehlt uns jetzt. Energiezelle. So. Das hat funktioniert. Und wir brauchen drei Blei, würde ich sagen. Und ich werde irgendetwas davon vergessen haben. Ein Blei. Und ein bisschen von dem Glas. Und rein in der Praxis war das, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf behalten konnte, ein Großteil von dem, was wir brauchen. Titanbarren fehlen uns noch. Okay. Titanbarren fehlen noch. Das ist eine schöne Geschichte, dass wir das jetzt wissen. Titanbarren sollten nicht das Problem sein. Wir müssten auch noch welche haben. Habe ich nicht welche hergestellt? Ist ja auch egal. Titanbarren brauchen einfach nur 5 Titanen. Da sind keine Titanbarren drin. Da ist auch kein Titanbarren drin. Hier ist auch kein Titanbarren drin. Okay. So. So. Das, was wir hier haben, sollte uns reichen, um einen Titanbarren zu bauen. Ich fände das eigentlich ganz schön, wenn wir dann beim nächsten Mal den Seezug vielleicht in einer schöneren Atmosphäre zusammenbauen können. Die Materialien dazu haben wir auf jeden Fall, aber hier oben ist halt momentan noch, wie ihr sehen könnt, schöner, klarer Himmel. Nice. Leute, es regnet und schneit, aber wir sehen uns erst morgen wieder oder beim nächsten Mal wieder, je nachdem, wo es in den Uploadplan reinpasst. Also falls ihr euch gewundert habt, wie die Videos hier hochgeladen werden, es hat wirklich damit zu tun, wie sie in den Uploadplan reinpassen, denn wir haben ja viele andere Videos, die hier hochgeladen werden und vielleicht momentan ja auch noch For Honor oder sowas, weiß ich noch nicht. Leute, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin erstmal ciao.